Das 5000 Abonnenten Gewinnspiel Teil 1 nach dem Intro. Komm mal Leute, was geht ab? Ich bin Kaido Akane. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video. Ich darf euch einen meiner absoluten Lieblingsfilme vorstellen und zwar Film 5, Countdown zum Himmel. Etwas Großartiges ist passiert. Ich bin ja auch ein bekennender Fan des alten Zeichenstils, ja, der etwas älteren Filme. Und am Freitag hat es Kase wirklich geschafft, die etwas älteren Filme nochmal neu rauszubringen, aufzuarbeiten und zwar in Form von einer Blu-ray, ja. Wer sich eine DVD anguckt und danach sich eine Blu-ray anguckt, der sieht den Unterschied, ja. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht eine mega geile Sache und in Kooperation mit Kase darf ich euch sogar am Ende dieses Videos 2 Exemplare zusenden, ja. Ein großes Danke geht nochmal raus und checkt unbedingt Kase ab. Link ist in der Beschreibung. Sie bieten auch noch andere wunderbare Detektiv Conan Produkte an, wie unter anderem auch die TV-Boxen. Nun zum Storyboard. Was können wir eigentlich von diesem Kinofilm erwarten? Ein wunderbarer kleiner Beschreibungstext ist auf der Rückseite zu finden. In Ishitami stehen die zwei Türme des höchsten Wolkenkratzers der Stadt kurz vor der Eröffnung. Die Detective Boys befinden sich gerade auf dem Rückweg von einem Campingtrip, als sie an dem fast fertiggestellten Bau vorbeikommen. Immer sind sie campen, immer sind sie irgendwo campen und immer gibt es ein Rätsel von Agatha, was die dann nur mit Hilfe von Conan und Ai lösen können. Auf jeden Fall schon mal ein cooler Einstieg. Dort treffen sie zufällig auf Ran und ihren Vater, die bereits vor der offiziellen Eröffnung die Türme besichtigen. Ja, Kogoro war auch anwesend mit Ran, denn er wurde von einer ehemaligen Schulfreundin eingeladen. Ja, so eine Art Exklusivvorführung vor der eigentlichen Eröffnung ist auf jeden Fall ziemlich geil, Kontakte zu haben. Während der Erkundungstour hört Conan zufällig von einem schwarzen Porsche 356A, der vor dem Gebäude steht. Es ist das Auto der Männer in Schwarz, die Shinichi zwangen, das Gift zu trinken, das ihn verwandelte. Als eine brutale Mordserie beginnt, ist der kleine Detektiv nicht nur gezwungen, die Verbrechen aufzuklären, sondern auch herauszufinden, was die mysteriöse Organisation damit zu tun hat. Außerdem verhält sich Haibara ausgesprochen merkwürdig und Conan muss sich fragen, auf welcher Seite sie steht. Countdown zum Himmel ist auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung und ein wahres Muss, denn dieser Film schafft es, die Elemente, die wir an Detektiv Conan bewundern, zu einem Meisterwerk zusammenzufügen. Ja, wir haben Action, wir haben die schwarze Organisation, wir haben einen gewaltigen Fortschritt in der Spielebranche gemacht. Es gibt eine Maschine, wo man sich reinlegen kann und diese Maschine wertet das aus und druckt dein Foto aus, wie du in 10 Jahren aussiehst. Das haben natürlich Ai Haibara und Conan Edogawa abgelehnt, denn sie hatten Angst, dass ihr Geheimnis rauskommt. Wir haben auf jeden Fall viel, viel Dramatik. Wir haben wieder etwas vom Story zwischen Ran und Shinichi, ja, was etwas mit der Beziehung zu tun hat. Wir haben eine Ai Haibara, die zwiegespalten ist. Wir wissen praktisch nicht, auf welcher Seite sie steht. Hat sie sich jetzt komplett abgewandt, ja? Ist sie doch noch auf der Organisationsseite, auf der bösen Seite? Kann man ihr noch vertrauen? Kann man ihr nicht vertrauen? Wir haben eine Mordserie drin, ja? Wir wissen nicht, wer die Täter sind. Warum ist Jin auf einem Dach? Warum wirkt Ai Haibara so traurig? Warum könnte Ai Haibara die Detective Boys und alle Freunde verraten? Warum kommt es zu einer Explosion? All diese Fragen werden in diesem Film beantwortet und ich kann euch wirklich sagen, ich habe mir diesen Film angeguckt, einmal auf DVD, einmal auf Blu-ray und ich muss wirklich sagen, der Unterschied ist wirklich grandios. Und das Coole bei der Neuaufmachung ist einfach, egal ob ihr den Film schon geguckt habt oder nicht, ja, mit dieser Blu-ray habt ihr einfach nochmal eine Feinpolitur, das ist ein komplett anderes Erlebnis. Und was auch noch ganz cool ist, ist, dass ihr ein Booklet habt, ja, das werde ich euch auch mal kurz durchblättern. Mega krasse Sache, also es sieht wirklich hochwertig verarbeitet aus, ja. Wir haben hier viele Bildillustrationen. Wir haben jetzt Skizzen drin, mega krasse Sache. Wir haben hier nochmal einen Zusammenschnitt von Archemy, ja. Also nochmal so ein paar Nebeninformationen zum besseren Verständnis des Kinofilms. Mega geile Sache, auf jeden Fall ein Muss. Ich bedanke mich nochmal an Kase, dass sie mir das zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Was müsst ihr tun, um eine der Blu-rays zu gewinnen? Ihr habt richtig gehört, es wird 2 Gewinner geben, ja. Und ganz einfach, ihr müsst diesen Kanal abonniert haben, ihr müsst das Abo als öffentlich kennzeichnen und ihr schreibt bitte einen Kommentar in die Kommentare, warum ihr gerne diesen Kinofilm gewinnen wollt. Als Blu-ray Countdown zum Himmel. Ich würde mich auf jeden Fall über innovative Antworten freuen. Es geht auch kurz und knackig, aber das sind die einzigen 2 Bedingungen. Das Gewinnspiel wird genau eine Woche gehen, ja. Das heißt, bis zum nächsten Montag und dann wird es am Dienstag auch ein Auflösungsvideo geben und die Gewinner werden bekannt gegeben. Im Klartext heißt das für euch, das Gewinnspiel läuft offiziell bis zum 4.6. Am 5.6. wird es ein Auflösungsvideo geben und sollten die Gewinner, die ich kontaktiert habe, sich nicht melden, ja, bis zum 10. wird ein neuer Gewinner ausgesucht.
Ihr werdet dann von mir kontaktiert, ihr solltet dann auch eine Adresse angeben, dass ich euch diesen Gewinn zusenden kann. Keine Angst, die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, checkt unbedingt den Link von Kasi in der Beschreibung ab. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.